Hallo und herzlich willkommen zurück zu Don't Starve. Ja, nachdem wir in der letzten Folge eher kläglich gestorben sind, wollen wir in dieser Folge mal uns eine neue Welt erschaffen. Und seit dem Update gibt es da wohl auch neue Optionen hier. Wundert euch nicht über das Continue, denn ich habe da schon mal ein bisschen reingeschaut, um den Weltgenerator zu sehen. Da hat sich nämlich was verändert. Hier das erste, die Weltgeneration, die ist jetzt auch anders, also die Welterstellung ist jetzt auch anders. Früher gab es ja die normale und die Test und jetzt ist da ein Erbe. Die Erbmethode, keine Ahnung. Und die normale, wir werden die normale nehmen, die wohl früher die Testwelt war. Aber vielleicht wisst ihr den Unterschied zwischen diesen zwei Optionen. Ich weiß es nicht. Da könnt ihr mich vielleicht schlauer machen. Wir nehmen mal das normale und dann gibt es auch noch eine neue Möglichkeit irgendwie zu craften. Zum Beispiel können wir bei der neuen Methode nicht irgendwelche Waffen, glaube ich, machen und auch nicht geschnittene Steine oder Seil jetzt einfach so im Inventar, was wir noch bei der alten Methode haben. Ich denke aber, wir werden erstmal bei der alten Methode bleiben, denn wir haben ja noch viel zu entdecken, viel zu craften und so weiter. Und ich, bevor ich da schon wieder ganz von vorne anfangen soll, dann nehme ich doch lieber nochmal die alte Methode, bis wir so fast alles entdeckt haben. Und vielleicht das Spiel dann auch langweiliger wird. Wir nehmen mal den Wissenschaftler. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man alles hat irgendwann, dass das Spiel dann schon so ein bisschen an seinen Reiz verliert. Und dann kann man ja mal drüber nachdenken, irgendwie diese neue Crafting-Methode auszuprobieren. Wir starten wieder. Der steht hier halb auf dem Wasser. Super. Aber wie man schon sieht, das sieht alles schon ziemlich, ja, verbundener aus. Also hier haben wir zum Beispiel zwischen diesen beiden Landstrichen, Landteilen, haben wir jetzt hier nur diesen kleinen Abschnitt an Savanne oder so. Okay, die Wege, die hier lang führen, die sind vielleicht ein bisschen willkürlich. Muss ich auch mal gestehen, was ist das denn hier? Das sieht echt ulkig aus. Ja, also die Wege, die machen komplett Sinn. Das sieht man schon. Ich glaube, da müssen sie nochmal ein bisschen dran feilen. Ah, ja. Okay, da laufe ich also hier immer im Dreieck, wenn ich will. Interessant. Okay. Ich glaube, dieses Mal müssen wir ziemlich tolerant gegenüber diesen Wegen sein. Was haben die sich dabei nur gedacht hier? Wer auch immer das gebaut hat. Ja. Also ich rede jetzt von Leuten im Spiel oder sowas. Irgendwie müssen die Wege ja hierher kommen. Und was die sich dabei gedacht haben. Oh, okay. Da führt noch ein weiterer Weg hier rüber. Also wie man sieht, das ist alles schon ziemlich stark alles verbunden. Was zum Teufel? Okay, ich muss gestehen, dass die Welt irgendwie komisch ist. Also ich weiß nicht. Das wirkt doch irgendwie doch sehr ein Wurmloch. Was zum Teufel? Das wirkt doch alles sehr random irgendwie zusammengematscht. Also da hatte ich mir irgendwie Besseres vorgestellt. Ich habe noch nicht so viel umgeschaut. Also bei der Testwelt, die ich vorher hatte, wo ich kurz offscreen mal reingeschaut habe, da sah es eigentlich noch ganz gut aus. Was können wir... Was zum Teufel? Was können wir denn... Wir können da reinspringen. Soll ich das mal machen? Ich weiß nicht, was passiert. Verdaut es uns jetzt? Ach nee. Ach nee, sind das... Sind das... Ach, das ist ja geil. Ach, da werden wir ganz woanders hin teleportiert. Das ist ja nett. Das finde ich ja cool. Das ist echt nice. Aber ich will wieder zurück. Aber wir können uns mal merken. Hier haben wir auf jeden Fall ein Wurmloch, mit dem wir woanders hinkommen. Und da sind wir wieder zurück. Ach, das ist ja schön. Das ist auf jeden Fall eine schöne Verbesserung. Das ist schön. Es gab ja auch neuen Charakter nach dem Update jetzt. Aber bis wir alle Charaktere haben, das dauert eh noch. Wer weiß, ob ich so lange das LP überhaupt spielen werde, dass wir alle Charaktere mal spielen. Also werden wir sehen, werden wir sehen.
Hier ist echt alles durcheinander gewürfelt. Ich hoffe, ich finde überhaupt irgendwelche Büffel oder irgendwas. Was zum Teufel? Schaut euch das an. Okay. Ich weiß echt nicht, was ich davon halten soll. Naja, wir werden auf jeden Fall mal die Welt weiter erkunden, das ist klar. Ach, was ich ja auch noch erwähnen wollte. Die letzte Folge, bei der wir leider gestorben sind. Ist ja auch super. 3 Aufrufe, 3 Daumen nach oben. Er scheint wohl sehr sadistisch zu sein, so wie ich das sehe. Oder ich sollte einfach mehr sterben. Ich glaube, in dieser Folge bringe ich mich wieder um. Das gefällt euch ja. Nein, natürlich nicht. Das ist aber auch nett hier. Mit den Spinnennetzen hier drumherum. Hat sich doch schon einiges verändert seit der letzten Welt, muss man ja schon sagen. Tja, es heißt, wieder ganz normales Aufsammeln von allem möglichen Zeug, das ist klar. Da haben wir noch mehr Spinnen. Das hier scheint wohl jetzt ein größeres Areal zu sein, so wie ich das sehe. Da oben ist zwar wieder Wasser. Ich gehe mal nach links oben weiter. Können wir uns denn schon Feuer machen? Nee, können wir nicht, aber wir können uns eine Axt machen und ich denke, das ist auch nötig, damit wir irgendwie mal einen Baum finden. Haben wir überhaupt schon Bäume getroffen? Ich glaube, bis jetzt habe ich überhaupt noch gar keinen Baum gesehen. Hasen gibt es hier auf jeden Fall. Genügend. Das ist klar. Aber gut, dann gehen wir einfach mal hier weiter nach links. Da war ja eher so ein bisschen Grünfläche hier, vielleicht hier oben. Ja, es wird spät. Aber wir können doch kein Feuer machen ohne Holz. Ah, da sind Bäume. Da müsste ich nur irgendwie rüberkommen. Oh mein Gott. Ich glaube, ich werde schon wieder sterben. Das darf nicht wahr sein. Komm schon. Da ist ein Baum. Wunderbar. Den fälle ich jetzt. Ich hoffe, er bringt mir 2 Baumstämme hier, die wir... Ah ja, schön. Wunderbar. Ach, ist das schön. Den nehmen wir auch noch mit. Zack. Take that, nature. Die. Ach, und da haben wir auch ein paar Büffel. Super. Die kuscheln sich hier ein bisschen zusammen. Ist ja verständlich. Schließlich haben sie gar nicht so eine große Fläche an Savanne hier, oder? Ja, es geht. Ich glaube, hier bei den Büffeln lassen wir uns mal nieder. Das ist eine schöne Stelle. So, und da legen sie sich schlafen. Ach, schön. Damit kann ich ja einfach mal hier noch ein paar Pflanzen, oder nicht? Doch. Es geht. Ich habe eben nur Drop gelesen und deshalb war ich gerade ein bisschen verwirrt. Nehmen wir nochmal eins rein. Ja, diese Folge wird auch erstmal nur noch einen Tag. Ich nehme hier direkt an dem Tag auf, hier gerade. Ist gerade Mittag. Nehme ich gerade auf, damit heute am Sonntag noch die Folge nach oben kommt. Da habe ich erstmal eine einzelne Folge. Deswegen verbringen wir erstmal hier die Nacht jetzt schön gemütlich, weil wir sonst nichts zu tun haben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich von der neuen Methode halten soll, wie die Welt erstellt wird. Ich finde das noch ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht. Es wirkt alles sehr durcheinander gewürfelt. Okay, hier sind ein paar Wurmlöcher. Besonders diese Straßen da manchmal, also... da müssen sie auf jeden Fall nochmal dran feilen. Aber ansonsten bin ich mal weiter gespannt, was wir so alles entdecken werden. Ich hoffe nur Positives. Positives, aha. Ach, was ich heute schon wieder rede. Na ja, gut, die Nacht ist fast vorbei. Ich denke, wir machen jetzt einfach Schluss. Ich... keine Ahnung, was wir jetzt noch machen sollen. Ich schneide die restliche Nacht einfach noch raus und dann sehen wir uns bei Tag 2. Bis dann wünsche ich alles Gute. Bis dann. Ciao.